In der Rehabilitation von Leistungssportlern bringt uns dieses Gerät einen riesengroßen Vorteil, weil wir die Reha-Maßnahmen deutlich präziser durchführen können als ohne dieses Gerät. Beispielsweise im Fußball können wir ganz gezielte Maßnahmen ergreifen und somit die Rehabilitationszeit nach Verletzungen deutlich verkürzen, wie die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zeigen. Hallo, mein Name ist Ole Kittner. Ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen beim professionellen Fußballspielen. Fester Bestandteil in der Reha war das BTE. Mit dem BTI sind die Reha-Erfolge besonders groß, weil wir ganz gezielt auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingehen können. Das heißt, wir machen keine allgemeine Reha, sondern gehen auf die speziellen Probleme ein, die der Patient rehabilitiert bekommen muss, um wieder in seinem Alltag oder im Sport voll einsetzbar zu sein. Ja, wichtig für den Muskelaufbau, gerade in der ersten Phase der Reha, wo ich noch nicht so viel auf den Platz gehen konnte und fußballspezifisch arbeiten, konnte ich ganz isoliert das betroffene Bein trainieren und auch sehr gut mit dem gesunden Bein vergleichen, sodass man nachher auch feststellen konnte, wie effektiv das Training war. Mit anderen Geräten diese Übung durchzuführen, ist in der Regel nicht möglich. Vergleichbar wäre noch ein Training an Zugapparaten mit Kabelzügen. Nur lässt sich leider das nicht so optimal darstellen, da die Gewichte sich nicht mit realen Geschwindigkeiten bewegen lassen am Kabelzug, was hier problemlos möglich ist. Außerdem haben wir nicht die Möglichkeit der Dokumentation der einzelnen Gewichte, Geschwindigkeiten, Kräfte, die wirken, an einem anderen Gerät so aufzuzeichnen, sodass man schon sagen kann, der BTI ist in dem funktionellen Trainingsbereich einfach ein nicht zu ersetzendes Therapie- und Trainingsgerät.